trifft sich ein brandneues Model Y aus chinesischer Produktion mit einem soeben produzierten Model Y 2022 Made in Germany. Natürlich am Supercharger in Seligweiler bei Ulm. Spaltmaße wurden zwar nicht verglichen, die sind aber, so viel können wir euch verraten, wie die übrige Verarbeitungsqualität bei beiden Fahrzeugen absolut top. Wie ihr sicher wisst, hatte der Matthias als einer der wenigen vor einigen Tagen Gelegenheit, sein Fahrzeug persönlich von Elon Musk in Grünheide übergeben zu bekommen. Das entsprechende Video von der Fahrzeugübergabe und vieles mehr verlinken wir euch oben. Abonniert bitte auch seinen Kanal, denn er liefert jede Menge guten Content rund um das Thema E-Mobilität und natürlich insbesondere die Marke Tesla. Und da ist er auch schon, der Matthias alias Elon, Earth and Space TV, zusammen mit dem Peter. Hier ist der Matthias. Hallo, grüß euch. Geht das auf dem Kanal? Ja. Ja, servus. Also ihr Elektrosparen, ihr müsst mal ein bisschen abonnieren, ja? Damit die Jungs auch richtig Lohn dafür bekommen, dass sie euch so tolle Daten liefern. Ja. Und heute ist ganz besonders, ihr könnt gleich bei mir vorbeigucken, kennt ihr ja, ne? Elon Motors TV. Ja. Und da ist dann auch nochmal alles zu sehen, wie wir hier stehen. Und kurzer Trip hier zum Supercharger, jetzt geht es gleich weiter nach Leonberg und da treffe ich dann noch welche und dann geht es weiter in die Heimat. Aber schön, dass ihr dabei seid, dass euch die Elektromobilität interessiert. Und fundierte technische Analyse ist immer wichtig, um zu verstehen, dass es nur so in Zukunft geht, dass alles andere ist viel zu umständlich. Und mit der Elektromobilität sind wir jetzt so weit, dass sich das einfach durchsetzen wird. Dann sagen wir mal besten Dank. Gerne. Ja, und wir sagen nochmal Glückwunsch zu Matthias, zu seinem Model Y Performance. So, nun könnt ihr euch entscheiden, welches Model Y euch besser gefällt. Das Kassenmodell zuzüglich der weißen Sitze von Peter oder das gegenwärtige Topmodell von Matthias, das Model Y Performance aus der Gigafactory in Berlin. Wie immer danke fürs Zuschauen und wenn ihr es noch nicht getan habt, bitte abonniert unseren Kanal und natürlich auch Elon Motors.